Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade kurz das Headset verprügelt. Und tschüss. War wirklich nett, ne? Aber auch wenn wir sie jetzt leider ein bisschen enttäuschen mussten und jetzt halt nicht, ihre Feuerkraft des Raumschiffes nutzen konnte. Hey, was geht? Oi, not a step closer. What are you? Ich bin der laserstrahlende Zugzui, Solist der ersten intergalaktischen Übertragung, das berühmteste Kind vom Planeten Galaxram. The most famous child of Galaxram. Da haben wir gerade gehört, dass es ein Sample war, was eingespielt worden ist. My ticket. Oh, it's a lovely ticket. Can't argue with that. Gorgeous ticket. Look at that gold. I am looking at it. It's the gold specifically that has caught the attention of my artisan's eye. What color value would you say that was? Well, I would guess it's golden toothpaste 22. That was my evaluation too, sister. Golden toothpaste 22. Oh dear. Now you read about it, never think you'll see it. Official color guidelines state all official documents use golden toothpaste 23C. Terribly sorry. Please leave immediately. Your appearance is comical. Comic? Have it your way. Ich werde diesen sündhaften Lärm von Zaun brechen. Ich werde das ganze verdammte System niederfackeln. Ich werde einen Aufstand vom Feinsten machen. I'm off to unleash an unholy racket. Ich finde, dass ich einfach durch darf. Einfach scheißegal. Da, sehen wir was? Nee. Hallo? Nein? Darf ich einfach runterspringen oder was geht hier ab? Oh, eine geile Stadt, ne? Nein! Scheiße, okay. Aber oh, ist einfach normal. Ja, komm! Du schaffst es! Die klauen mir sogar die Brücken, die Schweine. Nein! Alter! Sieht aus wie, glaube ich, Parodius war. Nee, oder Fantasy Zone. Das Raumschiff, was da jetzt gerade auf der Plakattafel zu sehen ist. Oder gewesen ist. Das war natürlich kein Raumschiff, aber es sieht so aus wie das von Fantasy Zone. Das war jeden Belästigung beim Scheiß. So muss es sein. Jungs, oh Gott! Okay, haben wir auch noch geschafft, den Sprung. Der ist auch easy. Du kannst also ein bisschen Bodenkontakt wäre noch ganz geil gewesen. Ich gehe jetzt gerade echt der ganzen Welt hier gerade auf den Sack. Kann das sein? Wobei ich halt nach Hause will. Ist das ein Wachtdrohnen oder was ist das? Nee, die gehen wieder rein, okay. Oh, sogar eine Autobahn haben sie. Okay, die Flucht scheint jetzt erstmal geglückt zu sein, zumindest wenn man der Musik Glauben schenken darf, die jetzt einfach nicht mehr da ist. Pjungs! Zip. 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 Pjungs! Ah, okay. Das wäre dann damit erledigt, okay. Ah, okay, hier hol ich die Brücke mit raus. Ah, und da ist das wahre Auge. Direkt ins Gefängnis. Direkt in die Todeszelle am besten. Ne, doch nicht. Okay, da kommt jetzt irgendwas Großes auf uns zu. Sonst wäre es nicht so weit rausgezoomt. Stop! Stop!
endless violations of the fashion. How do you plead? Ich kann nach Belieben verschwinden, mich erwischst du nie. Aller Sünden schuldig. Ich wollte fragen, ob ich mir eure Schildkröte ausleihen konnte. I was wondering if I could borrow your turtle. Deportation / execution squad inbound. Please remain children, disinterested. Warning. Nein. Warning. Enemy ship detected. Die Frieda wahrscheinlich. War ja klar. Wir kennen uns seit 5 Minuten, aber danke. Ja, aber die Stadt können wir auch leider mit unserer Musik nicht ganz so krass beeinflussen. Okay, was ist das? Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Schmetterling oder was ist das? So eine Art, ne? Das ist auf jeden Fall noch keine Schildkröte. Ach, wir können generell einfach jammen, wie wir gerade wollen. Jetzt dürfen wir wieder, okay. Also eigentlich ganz nice, ey. Also mir gefällt das hier gerade richtig gut. Vielleicht doch nicht abscheulich. Ändern die jetzt ihre Meinung oder was? Wie schnell habe ich denn jetzt die Meinung von denen geändert? Okay. Nett. Und... Puff. Jetzt darf ich wieder spielen. Jetzt kommt wieder meine Bühne an Start. Nicht so weit weg, ich bin alt, hab alte Augen. Okay, das war nur ein easy Riff. Das war nicht so schlimm. Aber ich habe jetzt so einen Schleimbub, den wir ihn erscheinen lassen können. So, die Plattform macht Musik, Hilfe. Okay, da wäre ich gerade fast zu weit gesprungen. Fjungs. Für uns. Also für dich, also für euch dann eher. Du hast jetzt nicht nur mit einem gesprochen, oder? Fjungs. Wow. Was? In welchem Ding? Ach so, was der anhat. Okay, verstanden. Ah, okay, eine Laserbarriere. Was? Hoch. Ach, danke. Ich verstehe es nicht, es tut mir leid. Ach, um durch den Lichtstrahl zu schreddern, okay. Ich dachte, ich könnte das dann als Brücke benutzen, aber ich muss da so ein bisschen reinfallen und muss dann erst die Gitarre aktivieren. Dann macht es auch Sinn. Huppa. Was? Warum? Jetzt geht's. Und ich glaube, so langsam habe ich es raus. Guck mal im Hintergrund unser Hologrammwürfel. Wir werden auf jeden Fall schon ausgestrahlt, Hilfe. Und sogar bei so einer strengen, konservativen Welt scheint meine Musik anzukommen. Was? Das mach ich jetzt aber nicht, ne? Ich spiele immer noch von meinem Ticket. Was mich auch wiederum sehr an Polar Express erinnert, ne? So. Fupp!
Seriously enough! What is wrong with you? Er spricht sogar gut. I've got kids running all over the city, wearing endless non-regulation regalia. So take weeks to clean up. I am the laser brain! I am the fashionista, chief editor of Glimmer. What do you want? Well, if it isn't too much trouble, I'll need to borrow your turtle. Tim, you're trying to get to the cosmic extraordinary. Affirmative. No? No. Impossible. Well, if you'll excuse me, I hear the pitter-patter of revolution a few rooftops over. No. No. Wait. Wait. This is my one final and singular offer. You may take the turtle, Dim, but once clear of my city limits, I will pursue you. I will destroy you on a mount of my choosing. Do you accept? Klingt schrecklich, du kannst versuchen, Punk. Spielt die Verfolgungsmusik ein. Cue the chase music. Back to work, turtle! Okay, ja, da bin ich mal gespannt. Willst du mal ein anderes Gameplay vielleicht haben? Fums. Ach, schon cool, dass ich einfach die ganze Stadt jetzt mit meiner Musik irgendwie so aufgeweckt habe. Ah, ist das hier drin? Orgeln, okay. Dass ich so aufgeweckt habe, dass die Bevölkerung jetzt irgendwie uns doch ganz geil findet und die ganze Ordnung, die der Fashionista eigentlich haben will, ja, nicht mehr besteht. Ich habe übrigens gesehen, ich glaube, hier sind eigentlich so relativ viele Sprecher hier in dem Spiel grundsätzlich. Die halt sehr bekannt sind, neben Carl Weathers natürlich. Also, die halt verschiedene Schauspieler. Also, viele verschiedene Schauspieler halt hier mitmachen. Könnt ihr mal bei Wikipedia mal schauen? I've been waiting for you, Francis. What? What did you say? Bist du jetzt irgendwie hier die Verkörperung meines Onkels oder was? Let's hit it. Es wäre cool, wenn wir jetzt so ein Sidescroller-Shooter-Level hätten, wo wir jetzt halt zwar nicht shooten, aber vielleicht ausweichen können. Bin auf jeden Fall gespannt. Achso, ein Glimmer natürlich, ne? Spyro brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen, oder? Was fliegt der jetzt? Alter, ist das ein Riesenteil. Okay. Das erinnert mich auch direkt wieder ein bisschen an Shadow of the Colossus. Da gab es ja auch so ein Flugviech, was, glaube ich, auch unten so ein paar Säcke hatte. Also kann ich hier gerade, glaube ich, noch nicht viel machen. Aha. Okay. Nein. It would be the stylish thing to do. Okay. Haben wir jetzt hier einen Bosskampf? Das wäre eigentlich auch ganz geil. Aber ich will ja niemanden hier töten, ne? Okay. Natürlich müssen wir es mit unserer Musik machen. Die erste Runde geschafft, oder was? Fum. Dün, 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 dün. Ich muss gerade an die Verfolgermusik von Crash denken, tut mir leid. Na, gehen wir auf die zweite Runde, wa? Ah, hat er auch Arschleuchten? Pumps. Nee, nee, doch nicht. Doch wieder das Gesicht. Zweite Runde auch geschafft. Letzte Runde gibt es wahrscheinlich auf der Schildkröte selbst, denke ich mal.